gerne gucken, sie sind nicht mehr rot. Und die meisten, die mich vorher kannten, ich habe einfach... Hallo, meine Kleine. Bist du hier diejenige, welche? Ich bin Nina Utz, genau, aus Wolfenbüttel. Wow. Wolfenbüttel geht spazieren. Hier, schöne Wolfenbüttel. Katalog hat mir bestätigt, es ist ein endotreeler Schaden. Ja, richtig, genau. Dass ich das Wort richtig ausgesprochen habe. Ja. So ist es auch in meinen Organen. Genau. Ja, Wolfenbüttel, das pathologische Gutachten, was ich nach knapp 2 Jahren erneut eingefordert habe, dazu hat jeder Patient das Recht. Wenn man operiert wird, gibt es eine Pathologie im Krankenhaus. Und jeder Patient hat das Recht, eine Zweitbegutachtung machen zu lassen. Weil die Dame hat zwar eine schöne Stimme, aber man erzählt alles. Das ist Multiorganversagen. So. Genau, das ist die Galerie der Aufklärung. Ausgelöst worden sind. Die Galerie der Aufklärung soll mit Menschen in Kontakt kommen. Wir wollen mit ihnen sprechen. Und wir wollen aufzeigen, was für alternative Presseberichte wir haben. Wichtig ist, dass wir ja auch in Kontakt mit den Menschen kommen, die von uns vielleicht einfach nur Gutes gehört haben. Ich bin dafür beschimpft worden, als Oktober 22 Mainstream-Medien, sag ich mal. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall weiterhin präsent sind, dass wir zeigen, wir sind da, sagen, wir wollen scheiße, mit euch sprechen. Dass ich krank bin, na, und gerade die Impfgeschädigten, die ja dann keine Stimme haben, werden jetzt hier auch die Möglichkeit bekommen. Die eine habe ich schon entdeckt selber, genau. Habe sie auch schon angesprochen. Ich will mir vielleicht noch ein bisschen was erklären. Genau. Wir können ja immer lang gehen. Also irgendwie haben Sie eigentlich eine Genehmigung, so einen Schwachsinn zu verbreiten? Das ist kein Schwachsinn, das ist die Wahrheit. Also wenn Sie so weitermachen, dann werde ich Sie filmen und dann sind Sie mit im drauf. Das ist eine angemeldete Demonstration. Und wenn Sie, man kann ja mal fragen. Ja, aber bitte schön, kein Schwachsinn. Das ist kein Schwachsinn. Wir haben da vorne zum Beispiel die junge Dame da. Das ist zum Beispiel eine von den Impfgeschädigten, ja, eine von vielen. Nicole? Ich höre mir das nicht an. Ja, damit Nicole? Ignorieren Sie das. Der Herr sagt, damit das ignorieren ist Sie das Leiden. Das ist ja eine Blamage, wenn ich hier stehe. Das ist ein schwerster Impfschaden. Und an dem wissen Sie, was ich mitgemacht habe. Ja, Wahnsinn. Ja, sowas ist zum Beispiel ignorant bis zum Geht nicht mehr. Fühlt sich aber noch im Recht. Genau, er fühlt sich im Recht. Was für ein Trauerspiel. Und wenn man sie dann darauf hinweist, dann gehen sie weg und wollen dann mit keinem sprechen. Ja, aber, ich finde das sehr traurig, sehr ist unmenschlich. Ne? Ja. Hier, guck mal, das zum Beispiel, das ist Politikersprech. Genau. Das ist zum Beispiel das, was die Politiker auch immer machen. Ne? Genau. Die drehen sich sofort weg, wenn es unangenehm wird. Richtig, genau. Ja? Und, was sie durchmachen. Richtig, und wir haben ja auch viele Literaturmöglichkeiten, viele Hinweise. Und vor allem die Masken, die ja jetzt wiederkommen. Ja. Ja, die Polizei in Hannover selber, die saß im Bulli, ne, alle beide und eine schön schwarze Maske. Und hinten saß einer, guckte dumm raus, hatte eine weiße. Ja, super. Das sah sehr lustig aus. Wer sagt denn, dass die Masken schützen? Ja, steht da selber drauf, schützt nicht. Richtig. Das heißt also, selbst die, wenn ich stemme. Ja. Aber ja. Ja, ich wünsche dir alles Gute, meine Süße. Ja, einer von denen, die jetzt mittlerweile aufstummen sind. Der hätte so viel zu sagen gehabt, der Mann. Ja, schade. Ja, ich denke, die Galerie der Aufklärung ist sehr wichtig, um in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Auch gerade solche, die wir hier jetzt von dem Herrn hier gehört haben, solche Meinungen. Ja, aber sie wollen sich dann auch nicht zeigen, sich auch nicht mit uns in Diskussion begeben. Das verstehe ich nicht, weil angreifen können sie. Ja. Aber nicht zuhören wollen. Ja. Und das geht ja, das liegt aber daran, man hat ihm im Endeffekt die Möglichkeit gegeben, du liegst im richtigen Rahmen, du machst das Richtige. Ja. Und dann können sie einmal im Leben, können sie mal nach unten treten. Wir haben heute hier auch Infomaterial liegen. Ja, guck mal hier, die nächste Wurst, die wird schon angegrillt hier. 3-Gänge-Menü, 4., 5., 6. Was, da gibt es heute den Grill vom Gratis? Ja, vermutlich. Genau, wir haben hier heute... Das ist ja auch Verschwörungstheorie, ne? Na klar, alles Verschwörung. Deswegen liegen die Steine, damit nichts wegfliegt. Aber wir haben die Klartext, wir haben einiges Infomaterial, was wir den Menschen nahebringen hier, wollen. Hier, guck mal, das hat man auch zu sehen bekommen im Amtsgericht in Hannover. Genau. Und dann hat man das mal durchgelesen und dann sieht man, es hat damals also zu der seltsamen Zeit auch schon Unrechtsurteile gesprochen. Angriffe auf unsere Freiheit. Ja. So war, so war. Ja. Genau. Und was machen die Masken mit unseren Kindern? Ja. Die Masken, auf jeden Fall machen sie nicht glücklich. Nein.
Sie sind gefährlich. Und die schaden mehr, als das. So, ich zeige dir meine ganz hübsche Dame. Hallo, mein kleiner roter Teufel. Was? Ja. Nein, ich bin so, klein und lieb. Jetzt habe ich euch beide. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Das ist toll, ich freue mich. So muss das sein. Unsere Hildesheimer Freunde sind da und helfen. Tag der Impfung war auch Tag der Nebenwirkungen. Wir reden nicht von Long-Covid, sondern von Post-Vac. Dass die Leute mal behaupten, vielleicht hast du nach Covid bekommen. Du hast Long-Covid. Nein, ich habe die Impfung bekommen, die sogenannte Impfung. Ich nenne es Geninjektion. Und am gleichen Tag Nebenwirkungen gemerkt. Deshalb fühlt sich an wie ein Schlaganfall. Der Effekt war der gleiche, dass ich nicht mehr wusste, wo ist meine Wohnung. Aber ich habe eingeschmolzen.